Ich sehe einen Truck hier übrigens vor uns. Ich glaube aber, den hab ich schon. Also ich hatte schon die Arlington Library vorher schon als Quest oder als auf der Map markiert gehabt. Das heißt, irgendwo in den letzten Parts war ich anscheinend schon mal hier. Und ich hatte schon mal einen von diesen Trucks auf jeden Fall. Ja, war anscheinend genau der. Okay. Aber anscheinend war ich doch noch nicht hier. So wie es aussieht. Zumindest wenn ich mir die Local Map so anschaue. Aber doch, auf dem Weg zu Rivet City könnte das gut gewesen sein, dass ich da hier kurz vorbeigekommen bin. Naja. Megaton it is. Ein Bobblehead haben wir bisher gefunden. In der World 101 war das ja auch. Sind natürlich im ganzen Wasteland eben verstreut. Deswegen sollten wir auf jeden Fall... Es könnte auch sein, dass das in der Arlington Library irgendeins ist. Man muss halt immer schön... Mein Gott. Die Glubscher aufhalten. So, Moira. Dann gib mal her, was auch immer du jetzt hast. Ups. 19 Uhr und schon geschlossen, was? Unmöglich heutzutage. Okay, dann machen wir mal so 12 Stunden. Das sollte eigentlich reichen. Schönes altmodisches Sit-In. Oh, Moment. 13 Uhr? Ja, okay. Dachte schon. 7 Uhr tatsächlich dann. Mein Gott. I went to the side of the library, but the building was destroyed. The library is still standing and I've got the archives right here. Is it really... Ja, natürlich. Really? A whole library's worth of data? Right there? Oh, that's great news. Technology. So, what did you find? Tell me about it. The archive was probably the most useful information in there. The library is on duty. I would have brought you a present, but I forgot my card. Nehmen wir das. Well, of course. That's why I sent you in there after all. And good work retrieving it too. I'll see how much I can work into the guide itself. Oh, and here's a book of mine and some caps for your research. Think of it as pay for a civilization worth of overdue books. Is that it for the last chapter? It certainly is. With that last bit of info, I'm all done. For all your hard work, yes! I want you to have this mini nuke. I kept meaning to use it to dig a well. Natürlich. But honestly, it just makes me nervous. Warum denn? Yeah, I just need to do a few last tweaks. And it'll be ready to print and distribute. Thanks for all the help. Ich bin a hard copy. Nice. Let me guess, you would need me to go print and distribute it, right? So thanks, I'm pretty proud of it. So how's the final product? I went through a lot of pain for that. It had better be worth it. Schau mal. So cynical. Ja, logisch. No, no. I can take care of all that with the few traders I know. Na gut. What makes you think I'd force you to handle something so dangerous? Verarschen. Now you should just lie back and bask in the praise for helping with the book. I'm pretty proud of it, so how's the final product? Oh, it's great! Why, with the information here, we'll save hundreds of lives, maybe even thousands. I'll share these with the traders, and soon everyone will know about the Wasteland Survival Guide. So sieht's aus. But first, here, the very first copy of our book goes to you. Good. I couldn't have done it without you, my wasteland survival expert. Ich bin keine Katze oder so. Was glaubst du, wenn du mir gerade hier redest? Aber wir haben das Quest completed! Wasteland Survival Guide is complete. As a result of your painstaking research for the Wasteland Survival Guide, your survival skills have improved. 110 XP! Haben wir Level 8 damit? Nee, leider nicht. Okay, let me see what you have for sale. Absolutely. Ahue. Goody goody gumdrops. Dann schauen wir nochmal kurz durch. Die Pistole kannst du übrigens auf jeden Fall haben, weil die brauchen wir ja anscheinend nicht. Genauso wie die Fragmines wollen wir alles nicht. Messerlöscher 35 liegt daran, dass die Condition relativ schlecht ist, wie wir gerade übrigens gesehen. Ansonsten würde der natürlich ein bisschen mehr einbringen an Kohle. So, aber natürlich leider nicht. Die Armor kannst du auf jeden Fall haben. Genauso wie eigentlich den, weil den brauchen wir mittlerweile. Obwohl, nee, Moment. Der kommt auf jeden Fall in unseren kleinen bohemen Verschlag. Ganz klar. Genau, das kann doch mal alles weg. Wasteland Survival Guide, da haben wir es auch schon. Value 1, das klingt nicht gut. Na komm, hier, das kann auch noch mal alles raus. Das wollte ich ja sowieso nicht. Get, alles klar. Dann gibst du mir am besten noch mal ein paar Stimpacks. Weil da herrscht ja ein bisschen Knappheit mittlerweile bei uns, leider. Ich frag mich, warum. Ich glaube, das war sogar schon alles.
Natürlich werden wir sie nicht zum letzten Mal gesehen haben, denn wie gesagt, zum Traden und so weiter ist ja auch noch gut. Natürlich. Ah, Moment, genau. Hey, don't mind. Ja. From my house. Dann müssen wir hier. Genau, Themes haben wir dann letzten Endes auch. Komm mal. Some people don't like living in a boring old house. Purchase a theme for me and I use all of my design abilities to set your place up in the manner you request. You can choose from the Vault, Raider, Wasteland Explorer, Science, Love Machine or pre-war themes. Mhm. Hon. Feeling a bit anxious, are we? Remember, once you buy a theme, you can't sell it back to me. Although you could always purchase a new one. Okay, Moment. Moment. Nicht Themes. Gott. Man kann nämlich noch was anderes kaufen. Let me look at your stuff. Dann müssen jetzt nämlich letzten Endes auch die ganzen Sachen für unser Haus mit dabei sein. Bei Misk. Genau. Wir haben hier My First Infirmary, was quasi so eine Medizinstation ist. Laboratory sollte klar sein. Nuka-Cola-Maschinen und eine Workbench. Ah, natürlich wollte ich übrigens hier die Nuka-Cola-Maschinen für 719 Caps. Und dann können wir eigentlich nochmal schauen. Themes. Können wir mal schauen. Ich habe bisher auch die Love Machine-Theme schon einmal gehabt. Und ich würde sagen, wir nehmen das einfach mal. Mal gucken, ob wir genügend Caps dafür haben. So, das ist nämlich auch hier bei Misk. Da, wo ist es denn? Jukebox können wir uns auch holen. 1436, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Mittlerweile hat sie 2400 Caps, das heißt, da können wir auf jeden Fall auch gut viel Sachen bei ihr verkaufen. Und jetzt, da wir das übrigens im Inventory haben, es nimmt quasi kein, also es wiegt nichts. Allein, dass wir das jetzt eben quasi im Inventory haben, ändert quasi das Interior von unserem Haus. Und jetzt sehen wir übrigens gleich, ihr wisst ja noch, wie es vorher aussah. Wadsworth hat sich leider nicht verändert, aber man kann nicht alles haben. Aber mittlerweile sieht unser Marathon-Haus mit dem Love Machine-Theme natürlich so aus. Schon mal viel besser, oder? Das ist schon mal gar nicht schlecht. Schöne Stimmung auf jeden Fall hier, auch sehr schön. Und natürlich haben wir auch unsere Prestige-Vending-Machine. Ja, nicht nur eine reguläre, wir haben eine Prestige. Und wir können jetzt quasi alle Nuka-Colas hier reinstornen und wir können uns dann quasi Ice Cold Nuka-Cola hier rausholen. 11 Stück haben wir davon jetzt. Wir haben 3 reingemacht und anscheinend waren vorher schon welche drin. Das ist geil. Natürlich nehmen wir nochmal die ganzen Bücher mittlerweile nochmal zu uns. Nichts ist leckerer als Bücher. 3 Stück davon, mein Gott. Und das Big Book of Science natürlich. Tu es für die Wissenschaft. So, Bartworth. Good morning, sir. Yo. What can I do for you? Du kannst mir nochmal was zu trinken. Kann man übrigens so relativ oft machen und irgendwann... Irgendwann? Genau. I'm sorry, sir. My condensation collectors need time to fully recharge before I can continue to dispense any more beverages. What does the Nuka-Cola machine do? The Nuka-Cola machine will dispense ice cold Nuka-Cola. Once you've dispensed 8 of them, the machine will have to be restocked in order to make regular Nuka-Colas ice cold. Alles klar. Mach nochmal einen Joke. Cannibals are eating a clown. One cannibal turns to the other and asks, "Does this taste funny to you?" Ich gehe. Oh Gott, Junge Wadsworth. Unmöglich, das ist schon der zweite schlechte Witz hintereinander. Das ist genauso wie der deutsche Witz übrigens. Was ist bei einem Kannibalen in der Dusche? Head and Shoulders. Oh Gott, okay. Mit dem Kontext übrigens würde ich sagen, machen wir uns nochmal auf. Und zwar hier oben. Minefield, perfekt. Hier oben haben wir nämlich, ich glaube relativ ganz rechts oben auf der Karte, auf der Weltkarte, haben wir natürlich die Republic of Dave. Und da, wie gesagt, begeben wir uns jetzt erstmal hin. Wie gesagt, Main Quest werden wir auch noch machen, aber als nächstes in der, suck my ass, in der nächsten Session werden wir allerdings erstmal um das Ameisenproblem in Greyditch, glaube ich, kümmern. Das ist eine ganz gute Idee. Wie groß ist dieses Minefield allerdings? Ich dachte, hier wäre kein Minefield mehr.
Zumindest ist es nicht sein Feld, so viel ist schon mal sicher. Und wir bekommen hier ordentlich XP, dadurch, dass wir eben die ganzen Landmines hier entschärfen. Ist ja auch relativ leicht, man muss nur die ganze Zeit E drücken quasi. So, gehen wir in die richtige Richtung? Ja. Wir können rein theoretisch sogar auf dem Weg bleiben, denn wir sehen ja auch gerade da vorne wieder eine Strecke. Das ist vielleicht gar nicht mal so unsicher. Wenn wir noch mal ein paar Häuser da eigentlich letzten Endes looten können, aber naja. Hm? Irgendwo ist ein Roboter, glaube ich, wieder. Ja. Na komm, der ist ein bisschen weiter weg. Den können wir auf jeden Fall... Lass mal den Roboter sein. Aber da unten ist wieder was. Mole Rats. Gibt anscheinend keine Krötenwanderung, sondern Mole Rat Wanderung hier in Fallout. Mein Gott, ich habe die aber echt schlecht belegt. Auf 4 oder was, ja. Oh, Moment, wir nehmen mal unsere Sniper Rifle und machen das Ganze mal so. Bam! Nice. Und bam! Nice. Und bam! Nice! Jawoll! 3 for the price of 3. Zumindest Bullets. Gibt natürlich mittlerweile nicht mehr wirklich viel XP, aber immerhin etwas. Und ja, bei diesen Löchern hier sollte man natürlich aufpassen. Kriegt man natürlich ein bisschen Red, wenn man sich da weiterhin drin befindet. Das scheint auch nochmal eine kleine Facility zu sein. Habt ihr schon wieder einen Laser gerade gehört? Nee. Dachte schon. Gott, der Roboter ist auch out of range mittlerweile. Apropos Roboter und out of range und so weiter. Da sehe ich doch wieder was. Nehmen wir mal unsere trusty old Sniper Rifle wieder raus. Shit. Den haben wir getroffen. Ah, wo kommt das her, Junge? Protect from Friends Side. Gerne doch. Oder Friends Seed, besser gesagt. Sam Warwick? Er ist Sam Warwick. Aber er ist uns zumindest nicht wohlgesonnen, immerhin. Oh, Sam! Sam! Nee, Sam! Halt, ich will noch ein Autogramm! Ich bin richtig in dich verschossen! Oh ja. Wer ist Sam Warwick? Ich hab keine Ahnung, wer Sam Warwick ist. Aber gut, wir haben ihn gekillt. Das ist das Wichtigste momentan für uns. Sam Warwick. Naja. Zumindest hat er hier auch eine Sniper Rifle. Perfekt. Das kommt gerade gelegen. Anscheinend keine Ammo mehr auch. Das ist wiederum nicht so geil. Und ja, ein Red Scorpion macht sich auch gerade hier nochmal auf den Weg. Zumindest wieder ein kleiner. Ich hoffe, dass die Mutter irgendwo in der Nähe ist. Deine Mutter, Red Scorpion. Schauen wir uns mal kurz um. Ne, ich sehe keinen roten Strich, das heißt anscheinend keine Mutter in der Nähe. Wir nehmen natürlich die Poison Glands wieder an uns, wenn ich den Körper nochmal finde. Da ist er. Oh, wir sollten ein bisschen... Übrigens, Ice Cold Nuka-Cola bringt ein bisschen mehr... wir sind gerade 24 Hitpoints, also die Rats ist gleich geblieben, aber es bringt uns auf jeden Fall mehr Hitpoints. Was schon mal geil ist. Aber das kann man sich auf jeden Fall denken, dass Ice Cold Nuka-Cola nicht wie herkömmliche Nuka-Cola ist. Also wie abgestandene quasi. Das Gute übrigens ist, wenn wir uns, wir können uns an dem Kompass orientieren, wenn wir eben die Republic of Day finden wollen, denn wenn wir relativ nah dran sind, dann bekommen wir eben dieses ungefüllte Dreieck, das nach oben zeigt, so wie wir es gerade übrigens unten sehen. Ja, das ist keine gute Idee. Ich glaube, wir gehen lieber außen rum. Da haben wir nochmal einen, da haben wir noch einen Truck auch stehen. Den könnten wir vielleicht noch gebrauchen. So. Da könnte vielleicht irgendwas drin sein, was wir looten können. Oh, Radiation haben wir hier anscheinend auch. Ah, Moment, wir nehmen mal unseren Environment Suit. Der müsste hier sein, genau. Dadurch nehmen wir schon mal ein bisschen Red Resistance. Ach stimmt, Designer von diesen... Ja, okay. Es gibt quasi diese Gebäude hier auch. Also ein Gebäude ist da meistens drin, in dem quasi so schön Radiation sind. Disposal Site, das war's, genau. Greener Pastures. Wie es den Namen bekommen hat, frage ich mich auch gerade. Scientists. Oh, mein Radiation Suit am besten. Wobei der anscheinend ihm nicht wirklich viel geholfen hat. Toxic Material. Ja, da wäre ich von alleine gar nicht drauf gekommen. Aber gut, so wird man zumindest hier nach einem Nuklearkrieg den ganzen Schutt anscheinend los. Gehen wir mal in die Richtung weiter. Zumindest bekommen wir ja eben auch so noch ein paar Punkte auf der Map angezeigt, was ihr eben auch XP bekommt, wenn man eben neue Orte discovered. Oder entdeckt, um mal hier ein bisschen im Deutschen zu bleiben letzten Endes. Aber ja, das ist gute Rats, auf jeden Fall. Das ist sehr gute Rats.
So, schauen wir mal, wie sieht's aus mittlerweile bei uns, Radiation-technisch? 148, das schreit auf jeden Fall nach einem... Erstmal nach einer anderen Armor übrigens. Ah, 15. Und was hat er das hier? 15 auch. Und hat weniger Condition, also auf jeden Fall mindestens genauso gut. Ja, wohl, nee, Talent Combat Armor ist definitiv besser, weil Leather Armor ist in besserer Verfassung. Also ist leicht besser. Wo ist Red Axe? Red Away, das meine ich, genau. Minus 81, wie viel sieht es jetzt aus bei uns? 67 kann man nochmal nehmen eigentlich. Wir haben ja 9 Stück oder mittlerweile noch 8 Stück hier zu unserer Verfügung. Wenn wir mal kurz schauen. Ich glaube, hier war übrigens Old Olney und das sind Deathclaws und das sind mit die gefährlichsten, nach Yagwise, sind das mit die gefährlichsten Kreaturen, die es hier in Fallout gibt. Also sollten wir uns ein bisschen entfernen davon halten. Dachte, da wären schon die ersten. Sind aber doch nur Bloodflies. Zum Glück. Weil mit Deathclaws will ich mich momentan noch nicht anlegen. Nicht, wenn wir noch nicht Stealth auf Maximum haben. Ja, Curiosity ist was anderes, definitiv. Und außerdem haben wir übrigens einen One-Shot mit unserer Hunting Rifle. Also machen wir das am besten. One-Shot, wenn man trifft, logischerweise, ganz klar. Das ist Grundvoraussetzung. Ah, da war noch einer. Der wollte noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Sorry, hab ich ganz übersehen. Mignon, oh mein Gott. 360 No-Scope-ish. Moment. Ah, da wollen wir noch nicht hin. Mal kurz gucken, ja. Was soll die Musik? Ach, Red Scorpion, okay. Zum Glück sehen wir bisher nur die Kleinen. Gut, weil mit denen komme ich noch klar. Aber die großen Red Scorpions, die sind nicht nur scheiße schnell, die halten auch scheiße viel aus. Und da habe ich gerade keinen Bock drauf. Wir haben jetzt hier zwei Waymarker. Und beide sind anscheinend hier irgendwo in... Ich glaube, das müsste Old Olney sein. Nie vergessen, hier zu quicksaven. Man weiß nie, zu was das Game hier zu leisten imstande ist. Ich meine, Republic of Dave war irgendwo da hinten. Aber ich gehe erstmal hier hin. Ich glaube, das war... ziemlich sicher Old Olney. Das sieht auf jeden Fall danach aus. Und die Deathclaws halten sich meistens auch schon außerhalb der Stadt auf. Ich will nur den Waymarker haben. Und die XP, logischerweise. Oh Gott, das... Ah, shit. Gib mir den Waymarker jetzt endlich. Really? Really, Game? Das zählt doch. Kannst du mir nicht erzählen. Ah, komm. Na, Junge. Ja, ich habe hier in den kleinen Warnmalhäusern gibt's, glaube ich, nichts mehr zu looten. Damit brauchen wir uns hier nicht begnügen. Oh, shit. Oh ja, da ist einer. Suck my ass. Hoffentlich rennt der nicht außen rum. Wir sind auf Danger. Oh, nee, das war ein Fehler. Es könnte sein, dass er quasi zu der Stelle geht, an der er uns gesehen hat. Das heißt, wenn wir